Jetzt kommen wir zur Sacharbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Erstes rufe ich auf Punkt 20 der Tagesordnung, Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zum Hessischen Gesetz zum Schutz der Rechte von schwangeren Frauen bei Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftsabbruch. Als Erstes hat natürlich diejenigen das Wort, die den Antrag eingebracht haben. Das ist Frau Böhm für DIE LINKE. Genau, und dann kommt das als Nächstes Mal vielleicht hier drunter. Ne? Genau. Das ist 21 hier. Ach so, das ist 21, Streber. Gebt her. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Seit dem 6. März dieses Jahres wird die Palmgartenstraße 14, wo die Pro Familia Frankfurt ihre Beratungsstelle hat, wieder belagert. Selbsternannte Lebensschützerinnen, die viel besser Selbstbestimmungsgegnerinnen genannt werden müssten, versuchen Tag für Tag die Arbeit der Pro Familia zu behindern und Schwangere in einer schwierigen Konfliktsituation an ihrem Recht der körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung zu hindern und damit auch an der gesetzlichen Pflicht zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Und von wegen, Herr Beuth, das Problem ist geklärt. Hier ist überhaupt nichts geklärt. Damit muss wirklich, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Allen, die der Meinung sind, es handelt sich um eine harmlose Mahnwache, sei gesagt, das ist eine massive Belästigung mit dem Ziel, schwangere Frauen wie Mitarbeiterinnen davon abzuhalten, sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch zu beschäftigen. Es handelt sich täglich um 5 bis 16 Personen, die mit großen Schildern weithin sichtbar sind und mit lauten Gesängen und Beten auf sich aufmerksam machen. Sie stehen oder knien über Stunden vor der Beratungsstelle. Die Gesänge sind so laut, dass sie die Beratungssituation tatsächlich stören. Auch in Gießen wird vor der Praxis von Christina Hähnel von Zeit zu Zeit demonstriert. Im letzten Jahr standen solche Gruppen auch vor der Pro Familia in Wiesbaden. Angekündigt wurden diese Aktionen vor 6 Einrichtungen in Hessen dieses Jahr. Wir sind nur sehr froh, dass es nicht genügend von diesen Fanatikern und Fanatikerinnen gibt, sodass der Plan nicht vollständig aufgeht, diese Belästigung durchzuführen. Es ist aber ein Armutszeugnis, dass die öffentliche Gewalt weder die Frauen noch die Mitarbeiterinnen zu schützen in der Lage ist. Wir fordern Sie, dafür zu sorgen, dass das jetzt geschieht. Würde es nach der LINKEN gehen, bräuchte es weder die Pflicht zur Beratung noch den § 218. Aber wie so es ist und nach langen Debatten wurde die Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch vorgeschrieben. Aber nun versagen auch in Hessen Teile des Staates, einen geschützten Zugang zur Beratung zu gewähren. Denn immerhin sichert der Gesetzgeber den Frauen, die zur Beratung müssen, im Gegenzug Vertraulichkeit, Anonymität und die vollständige Ergebnisoffenheit der Beratung zu. Und diese 3 Prinzipien werden wissentlich und willentlich ständig verletzt. Es gibt in Hessen klare Mehrheiten in der Gesellschaft wie in den kommunalen Vertretungen, und ich hoffe auch hier im Hessischen Landtag, diese Drangsalierung von Frauen zu ächten. Im Frankfurter Römer hat eine Mehrheit eine Schutzzone für die Pro Familia beschlossen. Nur leider weigert sich der CDU-Ordnungsdezernent, diesen Beschluss umzusetzen. Und da sind Sie schlecht informiert, Herr Beuth. Es ist nämlich so, dass in Frankfurt ständig die Schwangeren dort belästigt werden und dass diese Aktionen ständig stattfinden. Auch in Darmstadt wurde ein Beschluss gefällt. Da hat allerdings der CDU-Ordnungsdezernent gesagt, dass er es umsetzen würde. In Gießen wurde einstimmig, sogar in Darmstadt sogar durchaus auch mit Stadtverordneten der AfD im Übrigen, und in Gießen wurde einstimmig und in Wiesbaden wird auch jetzt demnächst eine Prüfbitte an die Landesregierung beschlossen, dass Wege aufgezeigt werden, um rechtssicher einen Bannkreis von 150 Metern aussprechen zu können. Und das ist genau auch unser Vorschlag. Das unterstützt den Prüfauftrag im Koalitionsvertrag, und ich denke, diesem Prüfauftrag sollten Sie dringend nachkommen und diesen dringend umsetzen. Aber
Architekten geschaffen worden. Das nützt alles den Mitarbeitern und den Beratungssuchenden in Frankfurt noch wenig. Herr Innenminister Beuth hat ja heute wieder erklärt, dass er daran festhalte, eine Lösung im Rahmen der Verabschiedung des Hessischen Versammlungsgesetzes zu finden. Aber wir wissen ja, dass das da vor dem Jahr 2021 oder vielleicht noch später keine Lösung seitens der Landesregierung vorliegen wird. Die Mahnwachen gehen aber so lange weiter. Im Herbst, im Frühjahr, 80 Tage pro Jahr können Schwangere keine ungestörte Beratung wahrnehmen. Können sich Menschen nicht ungestört zu Fragen der Sexualaufklärung, der Familienförderung und auch des Adoptionsrechts, weil das macht Pro Familia auch, informieren? Ich frage Sie, Herr Beuth, das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein. Ich frage auch Bündnis 90 die Grünen, wie lange wollen Sie denn noch zugucken? Wie ist das dann mit dem Anspruch auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen vereinbar? Und weil das alles zu lange dauert, deswegen hat sich meine Fraktion entschieden, heute Ihnen diesen Gesetzentwurf vorzulegen, der sich ganz konkret mit dem Thema Schutz des anonymen, vertraulichen und ergebnisoffenen Beratungsgesprächs widmet. Wir haben uns dabei an dem bereits gültigen Bannmeilengesetz des Hessischen Landtags orientiert. Der Landtag bräuchte allerdings keine Bannmeile. Hier wäre es viel wichtiger, dass öfters einmal Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zu der Politik der Regierenden sagen würden. Wir sind ja schließlich alle freiwillig hierher gekommen, während eine ungewollte Schwangerschaft eben keine freie Entscheidung ist. Und das Gesetz sichert den Schwangeren aber die Anonymität und die Vertraulichkeit zu. Und genau das ist der Unterschied und erklärt gut, warum wir die bestehende Bannmeile ablehnen, aber eine Schutzzone um Beratungsstellen, Arztpraxen und Kliniken fordern. Und diese Schutzzonen, das ist uns ganz wichtig, das sind keine Demonstrationsverbotszonen. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind sehr hohe Güter, gerade auch dann, wenn einem die jeweiligen Veranstaltungen nicht gefallen. Deswegen haben wir in unserem Entwurf die Beschränkungen deutlich eingegrenzt, thematisch, zeitlich, räumlich und auch nur für Dauerkundgebungen. Wir halten uns damit an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und folgen den Argumentationsgründen zum Fall Freiburg, wo das Verbot einer Gehsteigberatung bis zum Bundesverwaltungsgericht Bestand hatte. Und das noch zum Thema Rechtssicherheit. Auch in der letzten Woche hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe eine Eilentscheidung zu der Verfügung der Stadt Pforzheim getroffen und hat geurteilt, dass die Versammlungsbeschränkungen voraussichtlich rechtmäßig seien, da die Versammlung zu einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, insbesondere der Frauen, die sich in einer Schwangerschaftskonfliktsituation befinden, führe. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist bald am Ende. Danke schön. Damit würde auch das Beratungskonzept der Schwangerschaftskonfliktgesetze beeinträchtigt werden. Und ich hoffe, dass Sie zu diesem Gesetzentwurf sich durchringen können, Ihrem Gewissen zu folgen und nicht der Fraktionsdisziplin und unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Böhm, für die einbringende Fraktion der LINKEN. Als Nächste hat Kollegin Brünnel für die GRÜNEN das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ein unerträglicher Zustand, wenn Frauen auf der Suche nach Rat und Hilfe demütigen, belästigen ausgesetzt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss aufhören. Und genau deswegen müssen wir einen unbedrängten, diskriminierungsfreien und unbeeinflussten Zugang zu den Beratungsstellen ermöglichen. Wir brauchen im Nahbereich unserer Beratungsstellen eine gesetzliche Regelung, die Demonstrationen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern rechtskräftig unterbindet. Die Bundesgesetzgebung sieht für schwangere Frauen in Konfliktsituationen nach § 219a eine unbürokratische und ergebnisoffene Beratung vor. Die Schwangerschaftskonfliktberatung soll dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Sie geht von der eigenen Verantwortung der Frau aus. Sie soll nicht belehren, sie soll nicht bevormunden.
Die Beratungsstellen erfüllen also eine gesetzliche Aufgabe und vertreten keine Meinung. Doch seit einigen Jahren wird die Arbeit der Beratungsstellen zunehmend eingeschränkt. 40 Tage für das Leben. Unter diesem Namen halten radikale Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner Mahnwachen direkt vor Beratungsstellen. Immer wieder zur Fastenzeit müssen sich Frauen, die sich Gedanken darüber machen, einen Abbruch vornehmen zu lassen, auf dem Weg zur gesetzlich vorgesehenen Beratung von Abtreibungsgegnern geradezu drangsalieren lassen. Betroffen sind aber auch werdende Eltern, Schwangere, die anonym bleiben wollen, Frauen, die sich für eine vertrauliche Geburt entschieden haben, und natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen. Der Staat hat die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen mit der Unterstützung von Schwangeren und Familien und im Schutz des ungeborenen Lebens beauftragt. Doch durch die teilweise einer Belagerung gleichenden Proteste wird die Arbeit der Beratungsstellen massiv eingeschränkt. Mit Plakaten und Bildern von Embryos, mit Gesängen und Gebeten bekunden die Abtreibungsgegner ihre Meinung, und das an einem Ort, der wirklich nicht geeignet ist für politische Auseinandersetzungen. Der Weg zu einem Beratungsgespräch darf nicht zu einem Spießrutenlauf für ratsuchende Frauen werden. Für uns Grüne, und das ist ganz klar und wichtig hier zu sagen, ist es nicht die Frage, ob wir diese Demonstrationen unterbinden wollen, sondern nur, wie es uns rechtssicher gelingt und wie wir es rechtssicher schaffen. Ein hessisches Gesetz, das der ersten Klage radikaler Abtreibungsgegner und Gegnerinnen nicht standhält, bringt nicht die gewünschte einheitliche Regelung für ganz Hessen, die wir dringend brauchen. Wir brauchen eine gerichtsfeste Lösung für Schutzzonen, und zwar eine, die wir für Beratungsstellen, für Praxen, für Kliniken, vor jeder Arztpraxis auch einsetzen können. Eingriffe in die grundsätzlich geschützte Versammlungsfreiheit, sehr verehrte Damen und Herren, muss rechtlich sauber geregelt sein, um vor Gericht Bestand zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir beim Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN jedoch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Die Bedenken haben wir deshalb, weil dieser Gesetzentwurf möglicherweise in die Bundeskompetenzen eingreift. Es geht also um die Frage, ob das Land Hessen für diesen Regelungsbereich überhaupt die Gesetzgebungskompetenz hat. Denn das Schwangerschaftskonfliktgesetz ist ein, und das wissen Sie bestimmt auch, ist ein Bundesgesetz. Die Gesetzgebung hat hier vorrangig der Bund. Und da es sich um einen Fall der konkurrierenden Gesetzgebung handelt, ist das Land zur Gesetzgebung nur dann befugt, wenn der Bund für diesen Fall keine abschließende Regelung erreicht hat. Wie schwierig im Bereich der Schwangerschaftskonfliktgesetzgebung die Abgrenzung zu Gesetzgebungskompetenzen ist, das zwischen Bund und Ländern ist, das hat auch der Fall in Bayern gezeigt. Da hat man das nämlich versucht über ein Schwangerschaftshilfeergänzungsgesetz im Jahr 1996, und so wurde dann vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 1998 in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt, weil es dem Land an der Gesetzgebungskompetenz dafür mangelte. Wer sich das anschaut, erkennt, dass es ein äußerst schwieriges und komplexes verfassungsrechtliches Problem ist. Umso mehr verwundert es mich, dass sich hier zu der Frage der Gesetzgebungskompetenz bei Ihnen leider auch nichts finden lässt. Nicht ein einziges Wort zu der Frage, ob und warum das Land hier tätig werden darf. Weitere verfassungsrechtliche Bedenken bestehen beim Gesetzentwurf der LINKEN bezüglich § 2, in dem die genaue Begrenzung der Bannmeilen durch die Ordnungsbehörden bestimmt werden soll. Ich möchte noch einmal betonen, und das ist ganz wichtig, wir haben rechtliche Zweifel am Weg, den die Kolleginnen und Kollegen hier vorgeschlagen haben. Wir teilen aber ausdrücklich, und das ist ganz wichtig, wir teilen ausdrücklich das Ziel. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Frau Kollegin? Nein, im Moment nicht. Ich muss auf die Zeit achten, vielleicht später. Zielführend erscheint uns allerdings zum jetzigen Zeitpunkt eine Regelung über ein hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz zu finden. Wir sind aber auch für andere Lösungen offen. Sie müssen allerdings zwei Kriterien erfüllen. Sie müssen möglichst schnell umsetzbar sein, und sie müssen juristisch dauerhaft tragfähig sein. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Landesgesetz braucht eine sorgfältige Lösung. Es wird nicht einfach werden, eine rechtssichere Lösung zu finden, denn die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut.
und die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden. Das, denke ich, muss hier jedem bewusst sein. Und dennoch geht es auch um den Schutz und die Persönlichkeitsrechte ratsuchender Frauen. Wenn übergriffige Abtreibungsgegner mit Mahnwachen und Gehsteigberatung in ihrem Recht auf Beratung bedrängt und belästigt werden, brauchen wir eine neue Gesetzgebung, um das zu verhindern. Die Darmstädter gehen vorbildlich voran und zeigen Wege, auch auf kommunaler Ebene aktiv zu werden. Und auch, und das ist gut zu sehen, in Pforzheim ist es gelungen, 40 Days for Life zeitlich und örtlich so zu beschränken, dass die Mahnwachen nur außerhalb direkter Sichtbeziehung zu den Beratungsstellen stattfinden können. Die Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts hält die Versammlungsbeschränkung voraussichtlich, und ich sage jetzt voraussichtlich, weil es noch nicht durch ist, für rechtsmäßig. Die Versammlungsfreiheit sowie die Meinungs- und Religionsfreiheit bleiben grundrechtlich garantiert. Aber die Versammlung führe in ihrer beabsichtigten Gestaltung zur Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Frauen, die sich eben in einer Schwangerschaftskonfliktsituation befinden und die Beratungsstellen aufsuchen möchten. Auch sei durch die Demonstration das Beratungsgesetz nachhaltig beeinträchtigt. So ist derzeit die Einschätzung von dem VG Karlsruhe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Belästigung von ratsuchenden Frauen muss in Hessen, in ganz Hessen, rechtssicher verhindert werden. Und das müssen wir so schaffen, dass es verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Wir brauchen ein Landesgesetz, das eine gerichtsfeste Lösung für Schutzzonen dauerhaft ermöglicht. Und lassen Sie uns doch bitte dieses Ziel gemeinsam verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Zu einer Kurzintervention hat sich noch einmal Frau Kollegin Böhm gemeldet. Und Frau Kollegin Brünnel weiß, dass sie darauf das Recht hat, zu antworten, hätte zu antworten. Danke schön, Frau Brünnel. Ich habe Ihre Argumentation nicht verstanden. Sie sagen, es ist eine es ist eine Bundessache. Aber wir machen ein Versammlungsrecht auf Landesebene, und dann würden wir ja auch in dieses Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz eingreifen. Also, das ist eine unklare Äußerung von Ihnen gewesen. Also, Ihre Argumentation ist nicht stichhaltig. Insbesondere deswegen ist sie nicht stichhaltig, weil die Föderalismusreform II dieses Versammlungsrecht auf die Landesebene verlagert hat. Und damit ist das Land ja in der Lage, die Entscheidungen und Beschlüsse dazu herbeizuführen. Und ich denke, es widerspricht überhaupt nicht unserem Gesetzentwurf. Und ich denke, es ist durchaus möglich, das auf Landesebene zu regeln. Also, Sie müssen sich auch entscheiden, wollen Sie es auf Landesebene regeln, wie Sie es in Ihrem Koalitionsvertrag ja auch drin haben, oder meinen Sie, Sie könnten das irgendwo woanders hin delegieren? Das ist Ihre Position überhaupt nicht klar geworden. Was an unserem Gesetzentwurf nicht rechtssicher sein soll, ist jetzt noch nicht deutlich geworden. Hier habe ich keine Klarheit bekommen. Aber vielleicht erklären Sie mir es ja noch einmal. Vielen Dank für die Kurzintervention. Frau Kollegin Brünnel, Sie dürfen darauf antworten, Sie müssen aber nicht darauf antworten. Sie entscheiden sich für Antworten? Nein, nein, Sie müssen nach vorne kommen. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben so viel reingeholt eben bei den Wahlen. Also alles gut, alles gut. So, und dann habe ich mich auch noch bemüht, sehr geehrter Herr Präsident, so schnell zu sprechen, damit es hier vorwärts geht irgendwie und wir vielleicht auch noch ein paar Tagesordnungspunkte, die wir schon ewig geschoben haben, heute noch mit abarbeiten können. Vielen Dank. Also, ich versuche es jetzt noch einmal zu klären. Das sind Sie. So, die Rednerin hat das Wort. Gerne, vielleicht möchten Sie danach noch einmal einen Redebeitrag abgeben. Dann könnte ich jetzt erst einmal auf den antworten. Ich denke, es liegen hier völlig unterschiedliche Sachen vor. Es wird ja auch gern manches gemischt. Es wird auch Gehsteigberatung gerne gemischt mit in die Gesetzgebung mit hinein. Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf ganz klar es im Schwangerschaftskonfliktgesetz verankern wollen. Da haben wir Bedenken. Wir haben gesagt, wir versuchen und prüfen es im Versammlungsfreiheitsgesetz. So ist es zumindest aus der Überschrift erkennbar. Und so ist es dann auch im Gesetz.
Gesetzestext weiter eingefügt worden. Also von daher, das ist erst einmal der grundlegende Unterschied, über den es hier auch von unserer juristischen Einschätzung her zu betrachten war. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bründel. Als nächstes hat das Wort der Kollege Heinz für die CDU-Fraktion. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Frau Kollegin Brünnel dankbar, dass sie eben diese Debatte dann begonnen hat zu versachlichen. Ich hoffe, es bleibt dann auch dabei, dass wir uns an Fakten und an der Verfassungslage und an der Rechtslage orientieren und dann im Laufe der Wahlperiode eine vernünftige Lösung finden. Ich will aber zunächst beginnen, Herr Präsident, mit der Feststellung, dass das Grundgesetz den Staat verpflichtet, ungeborenes Leben zu schützen. Das folgt unmittelbar aus Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes. So hat es das Bundesverfassungsgericht in seiner Leitentscheidung 1993 festgestellt. Darauf folgen 17 weitere Leitsätze, die den Bundes- wie denn auch den Landesgesetzgeber sehr fest und eng binden, wie er mit dieser schwierigen, vielleicht der schwierigsten Rechtsmaterie umgeht, die über die deutsche Gesetze zu befinden haben und die nie diese Konflikte, die nie so aufgelöst werden können, dass man allen gerecht wird. Einmal aus Sicht des ungeborenen Kindes, was von Anfang an ein Lebensrecht hat und dem auch Menschenwürde zukommt, schon im Körper der Frau, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen, was auch ein extrem hohes Rechtsgut ist. Diese Rechtsgüter treffen nirgendwo unmittelbar aufeinander wie in dieser Konfliktsituation. Es gibt eine lange Vorgeschichte, zwei wegweisende Urteile aus Karlsruhe 1975 und 1993. Man kann sich jetzt vieles wünschen und auch vieles durcheinanderwerfen, aber als Regierungsfraktionen haben wir uns vorgenommen, dass wir uns an der Rechtslage, insbesondere an der Verfassungsrechtslage, orientieren. Wir sind uns selbstverständlich darüber einig, dass anders als früher, insbesondere im frühen Stadium von Schwangerschaften, das Strafrecht kein geeignetes Mittel ist, um den Lebensschutz sicherzustellen. Und wir sind uns selbstverständlich darüber einig, dass der Zugang zur Beratung, den damals das Bundesverfassungsgericht im Leitsatz 11 ausdrücklich aufgezeigt hat, als Mittel für den Bundesgesetzgeber, die Beratung mit dem Ziel des Schutzes und Erhaltungs von Lebens, dass dieser Zugang zu dieser Beratung selbstverständlich diskriminierungsfrei möglich sein muss, jederzeit auch möglich sein muss und so möglich sein muss, dass die Frauen, die ohnehin schon in einer ganz schwierigen Lage sind, dann eben auch angefeindet werden oder in eine gesteigerte Konfliktsituation gebracht werden. Da wir uns auch darüber einig sind, dass es in der jüngeren Vergangenheit es erhebliche Beeinträchtigungen bei diesem Zugang gegeben hat, die wir ausdrücklich ablehnen, dass wir gemeinsam miteinander beraten wollen, wie dieser diskriminierungsfreie Zugang in Zukunft verfassungsrechtlich korrekt gestärkt werden kann, sodass es gerade keine Beeinträchtigungen gibt. Und dazu kann man nicht mit einem Schnellschuss vorgehen, sondern wir wollen da sehr sorgsam vorgehen. Wir haben uns als Koalition vorgenommen, dass wir in dieser Wahlperiode ein Versammlungsgesetz, hören Sie mal zu, Herr Schaus, hören Sie mal gut zu, ich erkläre es Ihnen auch Ihnen, dass wir ein Versammlungsgesetz für Hessen erarbeiten wollen in dieser Wahlperiode und insbesondere auch diese Frage dann gewissenhaft prüfen werden, wie dieser diskriminierungsfreie Zugang zu den Beratungsstellen am besten verfassungsrechtlich sauber gewährleistet werden kann. Und so leicht, hören Sie mal bitte auf, dazwischen zu rufen, so leicht wie DIE LINKE kann man sich hier ganz sicher nicht machen. Und man muss auch verschiedene Dinge auseinanderhalten, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Es ist im Moment so, der Bund hat das Versammlungsrecht derzeit geregelt. Die Länder können aber abweichend davon tätig werden. Sie können aber nicht, das ist zumindest die herrschende Meinung derzeit, und das ist auch die Meinung, die ich auch für richtig halte, Sie können sich einen winzigen Schnipsel herausgreifen, dort eine Abweichung treffen und das Bundesrecht fortgelten lassen. Sondern wenn ein Land abweichen will vom Versammlungsrecht des Bundes, muss es ein volles Versammlungsgesetz schaffen. Genau das steht auch in unserer Koalitionsvereinbarung. Das werden wir in dieser Wahlperiode auch gewissenhaft und gründlich umsetzen.
Das ist übrigens in anderen Fällen auch so. Wo die Länder Abweichungsgesetzgebungskompetenz haben, können sie sich nie als Landtag einen Einzelaspekt herausgreifen, den mal gesondert regeln, aber dann diese gesamten Abgrenzungs- und Konfliktfälle offen lassen. Wo ist dann der Bund und wo ist das Land zuständig? Sie müssen schon sagen, entweder oder. Entweder machen Sie ein Landesgesetz, dann gilt das für alle Bereiche des Versammlungsrechts, oder Sie lassen es beim Bundesgesetz. Aber Ihre Lösung, diese Mischlösung, ist keine Lösung, die aus unserer Sicht vor den Verfassungsgerichten am Ende trägt. Darüber hinaus gibt es erhebliche weitere Schwächen in Ihrem Gesetzentwurf, die Frau Brünnel Ihnen auch dankenswerterweise schon herausgearbeitet hat und auch schon vorgetragen hat. Sie operieren dort sehr, sehr allgemein. Es ist nicht ganz, bei Ihnen wird beispielsweise nicht definiert, was eine vorbeiziehende Versammlung ist, was die dort stetige oder wiederholende Versammlung ist. Die Rechtsbegriffe, die Sie verwenden, sind ausgesprochen schwach definiert oder gar nicht auseinander definiert. Sie beschränken sich ja auf reine Symbolpolitik. Die hilft, wenn Sie einmal in sich gehen, denken Sie mal darüber nach, die hilft den betroffenen Frauen kein Stück weiter. Was haben Sie denn davon, wenn Sie eine Landesgesetzgebung hier treffen, die schon im Eilverfahren vom Verfassungsgericht gekippt wird? Sie erwecken Erwartungen, die Sie am Ende nicht einhalten können. Und zu den formellen Schwächen kommt noch einiges dazu. Da werden auch Begriffe aus unserer Sicht werden dort unscharf verwendet. Bannmeilen, Frau Wissler, Bannmeilen, die gibt es vor Verfassungsorganen, nämlich vor den Parlamenten des Bundes und der Länder und vor dem Bundesverfassungsgericht. Den Begriff Bannmeilen ja auch noch mit einfließen zu lassen, ist ebenfalls rechtlich ausgesprochen unsauber. Wie man das dann benennt, muss man im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens besprechen. Auch wie groß die sein können, wann die gelten, für welche Versammlungen die gelten können. Artikel 8 ist zu Recht einer der elementaren Grundrechte für unsere Demokratie, die Versammlungsfreiheit. Sie zwingt uns auch zum Dulden mancher Versammlungen, die uns wehtut, nicht nur in dem Bereich, sondern ich nenne ganz andere Materie, aber ich nenne einfach beispielsweise Demonstrationen von politischen Extremisten, ob Rechts- oder Linksextremisten und anderen Feinden der Verfassung, die müssen wir teilweise dulden, obwohl wir sie in diesem Parlament wohl weit überwiegend ablehnen. Manchmal gibt es dann die Möglichkeit, diese mit Auflagen zu versehen, die an andere Orte zu verlegen, auch den Kreis etwas einzuschränken. Aber, Frau Wissler, aber dort kommt es dann auch sehr häufig auch auf Einzelfallentscheidungen noch an. Oft sind die lokalen Versammlungsbehörden dann gefragt. Und jede dieser Entscheidungen die wird am Schluss angefochten und beklagt. Und mit einer schwachen, ausgesprochen schwachen landesrechtlichen Regelung wird man dem Anliegen, was im Koalitionsvertrag niedergelegt ist und was, glaube ich, auch eine Mehrheit dieses Hauses teilt, nämlich diesen Zugang sicherzustellen, diskriminierungsfrei, wird man nicht gerecht. Deshalb haben wir allerhöchste verfassungsrechtliche Bedenken, was den Gesetzentwurf der LINKEN angeht, und können zum heutigen Zeitpunkt und ich denke auch in dem weiteren Verfahren für uns nur festhalten, dass wir das so nicht mittragen werden. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächstes hat sich von den Sozialdemokraten Frau Kollegin Lisa Gnadl gemeldet. Frau Gnadl, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, bei der Rede der GRÜNEN hatte ich eben den Eindruck, Sie sind wirklich gut gestartet. Aber am Ende konnte ich Ihre Ausführungen nicht verstehen, wie man auf der einen Seite eine klare Positionierung für die Frauen und für den diskriminierungsfreien Schutz einnehmen kann und auf der anderen Seite schon ganz klar den heute vorliegenden vorgeschlagenen Weg ablehnen kann. Weil dafür gibt es ja am Ende auch eine Ausschussberatung. Dafür haben wir auch parlamentarische Wege wie Anhörungen, um natürlich auch das eine oder andere noch abwägen zu können. Deswegen kann ich dann nicht verstehen, wie man das schon von vornherein pauschal hier heute ablehnt. Und wir befassen uns ja heute schon zum zweiten Mal mit dem Thema des ungehinderten Zugangs von Frauen in einer schwangerschaftsbedingten Konfliktsituation. Wir hatten ja das Thema heute auch schon in der Fragestunde. Und ich muss sagen, ich fand da die Antwort auch des Innenministers schon sehr bezeichnend, der doch deutlich gemacht hat, dass hier noch
keinerlei Ergebnisse einer rechtlichen Prüfung seitens der Landesregierung vorliegen. Es konnte auch keine Angaben uns gemacht werden, wann denn damit überhaupt zu rechnen sei. Und es wurde nur gesagt, das sei alles sehr schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist mir einfach zu wenig. Da bekommen wir den Eindruck, dass das Thema auf die lange Bank geschoben werden soll. Dass im Jahr 2019 Frauen in Deutschland und in Hessen überhaupt besonderer Schutzmaßnahmen bedürfen, um ihr gesetzlich verbrieftes Recht auf Beratung bei einer ungeplanten Schwangerschaft in Anspruch nehmen zu können oder auch einen straffreien Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, ist an sich schon sehr beschämend und beunruhigend, wie ich finde, sowohl religiös-fundamentalistische wie auch völkische Gruppierungen wollen Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht nehmen. Das können sie zum Glück nicht auf politischem Weg, das können sie auch nicht auf rechtlichem Weg schaffen. Aber sie versuchen es, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Einschüchterung und Psychoterror. Und genau dem muss man schnellstens einen Riegel vorschieben. Einschüchterung und Psychoterror, das kann man sehen, beispielsweise vor der Praxis von Christina Hähnel in Gießen. Das hat ja auch die Gießener Stadtverordnetenversammlung zu einem Beschluss gebracht. Man kann es beobachten in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt, Rüsselsheim vor entsprechenden Beratungsstellen von Pro Familia, wo die Mahnwachen abgehalten werden. Und auch dort hat es ja schon örtliche Beschlüsse in Parlamenten gegeben. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, man muss eben auch schauen, wo das Recht auf Versammlung und Demonstration dem eben auch Grenzen gesetzt werden müssen, wo versucht wird, Menschen zu bedrängen, zu belästigen, einzuschüchtern oder zu nötigen, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden und Menschen, die sich gesetzeskonform verhalten, an den öffentlichen Pranger gestellt und denunziert werden oder wo sogar auch der Holocaust relativiert wird, da wird eben auch das Demonstrations- und Versammlungsrecht missbraucht. Und dem darf aus unserer Sicht der Rechtsstaat eben auch nicht tatenlos zusehen. Und deswegen sehen wir auch den Landtag als Gesetzgeber aufgefordert, hier entsprechend zu handeln. Wir müssen Frauen, die sich sowieso schon in einer schwierigen Situation befinden, vor Belästigungen und Attacken schützen. Und eben Gleiches gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen oder auch die Ärztinnen und Ärzte, die Frauen eben in einer solchen Schwangerschaftskonfliktsituation betreuen. Und wir sehen ja auch schon seit einigen Jahren, dass sogenannte Pro-Life-Bewegungen aus den USA versuchen, auch in Deutschland Fuß zu fassen und hier vermehrt aktiv werden. Und die Erfahrungen in den USA haben gezeigt, dass sich dort bei den sogenannten Lebensschützern durchaus auch viele Radikale sammeln, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Und das dokumentieren beispielsweise Brandanschläge, Bombenattacken, Mordversuche gegen Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine das sehr ernst. Wir haben zum Glück diese Situation nicht in Deutschland und auch nicht in Hessen. Aber wir haben entsprechende Bewegungen, und ich glaube, wir dürfen das nicht als harmlos abtun. Wir müssen das sehr genau beobachten, und wir müssen vor allen Dingen auch entsprechend wirksame Regelungen finden, die Frauen in einer solchen Konfliktsituation schützen. Wir als Land haben nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz das Beratungsangebot für diese Frauen sicherzustellen, und wir sollten uns auch dafür verantwortlich fühlen, dass sie dieses Beratungsangebot eben auch wahrnehmen können, ohne dass sie bedrängt, diskriminiert oder entsprechend denunziert werden. Und ich finde, das muss oberste Priorität haben. All das muss aus unserer Sicht vor allen Dingen auch zeitnah passieren und nicht irgendwann. Und aus unserer Sicht
muss die Landesregierung jetzt auch liefern. Wir haben einen Gesetzentwurf seitens der Fraktion DIE LINKE jetzt vorliegen. Der muss im Ausschuss selbstverständlich beraten werden. Aber er zwingt eben auch die Koalitionsfraktionen, endlich auch tatsächlich Farbe zu bekennen und am Ende auch zu handeln und sich eben nicht nur theoretisch damit zu beschäftigen, sondern auch eine entsprechende Vorlage zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gespannt auf die weiteren Ausschussberatungen. Aussitzen des Themas geht an dieser Stelle nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Für die FDP-Fraktion nunmehr Frau Kollegin Schardt-Sauer. Sie haben das Wort. Ja, wertes Präsidium, wertes Plenum, der Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN der verfolgt ein hehres Ziel. Beratungssuchende Frauen sollen unbelästigt, das ist mehrfach ausgeführt worden, Schwangerschaftskonfliktsberatungsstellen, Kliniken sowie Praxen von Ärztinnen und Ärzten aufsuchen können. Die Frauen sollen sich unbeeinflusst zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen beraten lassen können. Aber gerade in der aktuellen Fastenzeit stehen vor allem, nicht nur, aber vor allem leider christliche Fundamentalisten vor den Beratungseinrichtungen. Diverse wurden genannt. Sie halten Marienbildnisse, Bilder von toten Föten und Spruchbänder in die Höhe, beten und singen christliche Lieder. Werte Kollegen, für beratungssuchende Frauen stellt das Aufsuchen solcher Stellen regelrecht einen emotionalen Spießrutenlauf dar. Es belastet sie zusätzlich in einer sicher unstrittig sehr schwierigen Lebenssituation. Neben schwangeren Frauen sind diesen Mahnwachen aber auch anderweitig beratungssuchende Frauen und Männer ausgesetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen. Gerade durch das Ansprechen, die sogenannte Gehsteigberatung heißt das da in der Szene, wird das Persönlichkeitsrecht der Frauen verletzt. Und es ist wirklich dabei, kann gar nicht oft genug betont werden, die Frauen kommen, indem sie dorthin gehen, einem gesetzlichen Erfordernis nach. Sie suchen eine Beratungsstelle auf, um sich zu einem möglichen Schwangerschaftsabbruch, einen sogenannten Beratungsschein, nach einer ergebnisoffenen Beratung ausstellen zu lassen. Durch diese Regelung, man erinnere sich an die intensiven Debatten und Beratungen um den § 218, gerade das war einer der Punkte zum Schutz auch des ungeborenen Lebens. In dieser schwierigen Lage soll sichergestellt werden, dass Frauen ihre Entscheidung in Ruhe gründlich überdacht haben und dass sie eine ergebnisoffene, gegebenenfalls auch anonyme Beratung in Anspruch nehmen können. Und gerade weil Frauen durch das Aufsuchen einer solchen Stelle einem gesetzlichen Erfordernis nachkommen, muss ihnen das ungestört und auch anonym möglich sein. Es ist eine Aufgabe, dort gesetzgeberisch zu handeln. Es muss verhindert werden, dass die Frauen bei der Suche nach der richtigen Entscheidung in dieser schwierigen Situation nicht mit christlichen Fundamentalisten und deren Demonstrationen, deren Weltbildern konfrontiert werden. Diesbezüglich stimmen wir von der Zielsetzung, dem Gesetzentwurf, der Initiative der Fraktion der LINKEN überein. Es muss eine rechtliche Lösung gefunden werden. Hinsichtlich der Vorgehensweise aber, liebe Kollegen,
unterscheiden wir uns elementar. Der von der Fraktion DIE LINKE vorgelegte Gesetzentwurf wird unseren Ansprüchen als Rechtsstaatspartei seitens der Freien Demokraten an Gründlichkeit nicht gerecht. Es wurde eben in der Diskussion gesagt, ja, das ist zu kompliziert und das dauert. Ich sage immer, auch manchmal bei langen Abenden oder Ausschusssitzungen, Demokratie ist anstrengend und der Rechtsstaat ist anstrengend. Aber wir sind doch alle froh, dass wir ihn haben und dass die verschiedenen wichtigen Güter, die konkurrierend abgewogen werden müssen, dass die eine Chance zu Wort zu kommen haben. Deshalb haben wir jetzt auch ein Verfahren, und das sollten die Kollegen von den Linken auch berücksichtigen. Denn bei einem solchen Gesetzentwurf, wie er uns jetzt vorgelegt wurde, werte Kollegen, hier werden elementare Grundrechte und Eingriffe in diese ganze Bandbreite von Grundrechten vorgenommen. Zum einen geht es bei den ratsuchenden Frauen um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das wird durch christliche Demonstranten verletzt. Ich glaube, das ist unstrittig, diese Verletzung. In der Frühphase der Schwangerschaft, wie gesagt, sehr schwierige Konfliktsituationen. Und dieses besondere Schutzniveau, was in dieser Schwangerschaft auch besteht, hebt das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Schutzgut noch einmal ein Stück weit höher. Um es einmal ganz auf den Punkt zu bringen, Frauen haben in dieser Lebensphase das Recht, abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, von fremden Personen in Ruhe gelassen zu werden. Eine Kategorie. Es gibt aber weitere Kategorien. Es ist zu bedenken, dass eine dauerhafte Schutzzone, von der wird gesprochen, von 150 Metern und Beratungsstellen, die Versammlungsfreiheit verletzt und damit, wenn ich auch bei einer tollen Errungenschaft unserer Demokratie, ein fundamentaler Eingriff in dieses Grundrecht vorliegt. Das können wir nicht einfach vom Tisch wischen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und mit dem Eingriff in die Versammlungsfreiheit, es geht ja noch weiter. Man könnte sagen, es ist die Bundesliga der Grundrechte. Es geht um die Meinungs-, es geht um die Glaubensfreiheit. Und da ist für uns Freie Demokraten klar, dass hier eine fundierte Abwägung vorgenommen werden muss, weil sonst tun wir den Frauen auch ehrlich gesagt einen Bärendienst. Eine aus dem Gesetzentwurf resultierende Einschränkung des Versammlungsrechts, wie sie handwerklich erforderlich ist, wie gesagt, man muss es sich anschauen, bedarf einer intensiven rechtlichen Überprüfung. Und ein überhasteter Entwurf zur Schaffung einer sogenannten Bannmeile wird dem nicht gerecht. Wir müssen insbesondere in den Anhörungen, kommt wo ganz anders her, der Begriff der Bannmeile diskutiert werden. Und als Nächstes müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, kann es sein, dass wir solche dauerhaften Schutzzonen auch bei Arztpraxen, Krankenhäusern, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, dass die dauerhaft implementiert werden. Also da sehe ich unsere Grundrechte irgendwie ziemlich durcheinander. Frau Kollegin, und darüber kommen Sie bitte zum Schluss. Muss geredet werden. Ja. Werte Kollegen, die Fraktion der FDP ist sich der Problematik bewusst. Und wir finden es sehr erfreulich, dass auch von Seiten der GRÜNEN das Signal kam, nicht nur in der Presse, sondern sozusagen jetzt konkret Taten für das anstehende Beratungsverfahren anzukündigen, also den Worten Taten folgen zu lassen. Und ich möchte nur appellieren, ich glaube, es gibt einen ziemlich breiten Konsens, dass die Frauen schnell Hilfe brauchen, dass diese Situation rechtlich geklärt werden muss, ob das nun Versammlungsfreiheitsgesetz ist oder nicht. Wir werden uns da konstruktiv einbringen und erwarten von allen, die heute gesagt haben, sie wollen das tun, dass sie sich konstruktiv im Gesetzgebungsverfahren einbringen. Wir sind dabei. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schardt-Sau. Als Nächstes kommt von der AfD Frau Kollegin Papst-Dippel. Frau Kollegin Papst-Dippel, Sie haben das Wort. Entschuldigung.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Gießen wurde von der Regierungskoalition ein Antrag gestellt, der Magistrat möge von der Landesregierung die Einführung eines Mindestabstands zu Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Praxen prüfen lassen. Hintergrund waren die Szenen im Februar in Gießen, als mehrere Menschen mit Marienbildern und Kreuzen vor der Praxis der Gynäkologin Christina Hennel beteten und sangen. In Frankfurt und Wiesbaden hat es ebenfalls größere Demonstrationen gegeben. In Frankfurt wurde für eine Bannmeile gestimmt, allerdings gegen den Willen des Magistrats, der darauf verwies, dass durch Bannmeilen Grundrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt würden. Eine Einschränkung sei nur möglich, wenn die öffentliche Ordnung in Gefahr sei, was jedoch auf den Protest vor Pro Familia nicht zutraf. In den Anträgen wurde explizit die Beratungsstelle von Pro Familia für die Beratungsstellen von Pro Familia eine Bannmeile bzw. Mindestabstand gefordert. Das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 5 sowie das Recht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz genießen als elementare Grundrechte, es ist angesprochen worden, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Verbote oder sonstige Einschränkungen sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nur möglich, wenn unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung drohen. Diese sind laut Magistrat der Stadt Frankfurt in diesem Fall nicht erkennbar gewesen. Nach dem Beschluss in Gießen wurde intensiv öffentlich darüber diskutiert, ob eine Bannmeile ein adäquates Mittel darstellt. Hier kam der Vorschlag auf, Frauen, die Beratungsstellen aufsuchen, per Kontaktverbot vor Demonstranten zu schützen. Ganz natürlich muss gewährleistet werden, dass Frauen, die aus zunächst unbekannten Gründen eine Beratungsstelle aufsuchen, nicht zu bedrängen sind. Auch eine Belagerung ist natürlich abzulehnen. Und eine Ansprache durch Fremde in einem nicht geschützten Raum ist ebenfalls ganz konkret abzulehnen. Eine Mahnwache jedoch soll mahnen, und zwar im Sinne des Schutzes des ungeborenen Lebens. Eine Schwangere trägt Leben in sich und die Verantwortung dafür. Im Jahr 2018 gab es laut Statista 8.374 Abtreibungen in Hessen. Das ist eine erschreckend hohe Zahl in einem Land, das Familien- und Kinderfreundlichkeit großschreibt, in dem jeder Zugang zu Verhütungsmitteln hat und dessen Politiker über die demografische Entwicklung stöhnen. Die Konfliktsituation besteht unter anderem oft aus der Trennung vom Partner, aus beruflichen Gründen, zu kleinem Wohnraum, zu wenig Rückhalt im privaten oder beruflichen Umfeld usw. Und davon sind natürlich ganz klar die bekannten Nöte nach Vergewaltigung oder medizinische Gründe abzugrenzen. Und eine Abtreibung kann natürlich auch Folgen haben. Freier Zechmeier von Pro Familia in Bamberg und Reinhard Klein von der Beratungsstelle Ausweg haben in der Vergangenheit bereits mehrfach darüber berichtet, dass viele Frauen nicht aus Überzeugung eine Abtreibung vornehmen lassen möchten. In vielen Fällen wird die Abtreibung trotz erfolgter Beratung als traumatisches Erlebnis wahrgenommen. Ich kann das aus meiner Praxis bestätigen. Psychische und psychosomatische Beschwerden treten oft mit zeitlicher Verzögerung auf. Es geht also nicht nur um die Selbstbestimmungsrechte einer Frau, sondern auch um die Verantwortung für das ungeborene Kind und die unwiderrufliche Entscheidung für oder gegen das Kind. Und eben dies treibt Menschen zu Mahnwachen und Demonstrationen an. Demonstranten werden in ihrer Problembeschreibung pauschal als religiöse Fundamentalisten bezeichnet und abgewertet. Es wurden Frauen bloßgestellt und öffentlich angeprangert. Dabei ist es das Recht eines jeden Bürgers auf Probleme und in diesem Fall positiv ausgedrückt auf etwas sehr Wertvolles hinzuweisen, auf das ungeborene Leben. Demonstranten für das Leben stehen für ein positives Ziel, und die überglücklichen Berichte von Müttern, die sich doch noch für ihr Kind entscheiden konnten, sprechen Bände.
Eine Frau, die von der gewünschten Abtreibung überzeugt ist und sich eingehend damit beschäftigt hat, wird durch eine Demonstration oder Mahnwache sicher nicht traumatisiert, sondern eher genervt sein. Durch eine Mahnwache oder eine friedliche Demonstration geht keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus. Die Kommunen haben sicherzustellen, dass die entsprechenden Räumlichkeiten ungehindert erreicht werden können. Eine direkte Belästigung der Frauen kann auch ohne ein Gesetz verhindert werden. Der Schutz der Frauen ist eigentlich heute schon gewährleistet. Wir lehnen den Gesetzentwurf der LINKEN ab. Vielen Dank. Danke, Frau Papst-Dippel. Als Nächstes hat die fraktionslose Abg. Walter das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mir erlaubt, bei verschiedenen Beratungsstellen anzurufen, unter anderem bei Pro Familia am Palmengarten. Frau Böhm, Sie behaupten, dass die Beratungsstelle ständig von Aktivisten belagert sei. Die Behauptung ist falsch. Zweimal im Jahr gibt es Mahnwachen von 40 Tagen. Laut Aussagen von Mitarbeiterinnen verschiedener Beratungsstellen, unter anderem von Pro Familia am Palmengarten, ist es bisher weder zu körperlichen Übergriffen noch zu gravierenden Belästigungen durch die sogenannten Lebensschützer gekommen. Ja, diese Leute versammeln sich, und sie beten. Das mag unangenehm sein, aber nicht ungesetzlich. Inwiefern diese Versammlungen, lassen Sie mich ausreden, inwiefern diese Versammlungen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau gefährden sollen, ist mir ein Rätsel. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder das Recht hat, frei über seine Sexualität zu bestimmen oder vor Sexualdelikten Schutz zu finden. Der 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs bestimmt sämtliche Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Mahnwachen und Gebete zählen nicht dazu. Sie nehmen für sich in Anspruch, die Rechte von Frauen schützen zu wollen. Die Teilnehmer der Mahnwachen nehmen für sich in Anspruch, ungeborenes Leben zu schützen. Mit Bannmeilen werden Sie diesen Konflikt nicht lösen. Eine andere Meinung ändern Sie nicht durch 150 Meter Abstand. Wenn Sie Politik für Frauen machen wollen, sollten Sie die Gründe eruieren, warum Frauen überhaupt die Beratungsstellen aufsuchen müssen. Abtreibungen werden nämlich meistens aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen vornehmen lassen. Als LINKE sollten Sie lieber diese Probleme wirksam angehen. Vielen Dank. Danke, Frau Walter. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie ich bereits heute in der Fragestunde und in der zweiten Sitzung des Innenausschusses im Rahmen der Beantwortung des Dringlichen Berichtsantrags der FDP ausgeführt habe, kollidieren bei Mahnwachen gegen Einrichtungen der Schwangerschaftsberatung Grundrechte miteinander. So stellt eine aktive Ansprache durch unbekannte Dritte auf der Straße auf eine bestehende Schwangerschaft oder eine Schwangerschaftskonfliktsituation nach obergerichtlicher Rechtsprechung einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Frau dar. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Frauen kann jedoch durch kollidierende Grundrechte Dritter beschränkt werden, so z.B. durch die Meinungsfreiheit sowie möglicherweise auch die Versammlungs- oder die Religionsfreiheit. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass jedenfalls allgemein gehaltene Formen des Protests und der Meinungskundgabe gegen Schwangerschaftsabbrüche auch weiterhin und zumindest in der Nähe der betroffenen Orte möglich sein müssen. Das ist kein Armutszeugnis, wie die LINKEN hier erklärt haben. Das ist das Grundgesetz, das ist Verfassungslage. Und, Frau Kollegin Schardt, ich möchte Ihnen da recht geben, das ist eher die Bundesliga der Grundrechte, die hier betroffen sind. Unstreitig ist, dass es daher eines sachgerechten Ausgleichs der in Konflikt stehenden Grundrechte bedarf. Diesen sachgerechten Ausgleich herbeizuführen, ist bereits heute Aufgabe der zuständigen Ordnungsbehörden. Diese machen dabei beispielsweise von der Anordnung entsprechender Auflagen Gebrauch, die unter anderem ein aktives Ansprechen und Bedrängen ratsuchender Personen untersagen oder den Ort der Versammlungen soweit von Beratungsstellen festlegen, dass ein ungehinderter Zugang hierzu ermöglicht wird. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass hierdurch erfolgreich ein sachgerechter Ausgleich zwischen den widerstreitenden Grundrechten im Einzelfall gefunden werden konnte. Gegen
Den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE bestehen dabei aus Sicht der Landesregierung bereits erhebliche Bedenken hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers für eine Regelung in dieser Form. Denn Ihr Gesetzentwurf beabsichtigt eine Ergänzung des § 16 Absatz 1 Satz 1 Bundesversammlungsgesetz, der öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge innerhalb des befriedeten Bannkreises der Gesetzgebungsorgane der Länder kraft Gesetzes verbietet. Durch eine landesgesetzliche Regelung, die das Bundesrecht nicht ersetzt, wozu Art. 125a Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ermächtigt, sondern lediglich eine Ergänzung vorsieht, entstünde eine unzulässige Mischlage aus Bundes- und Landesrecht für einen und denselben Regelungsgegenstand im selben Anwendungsbereich. Dass dem Gesetzentwurf keine wohlbedachte rechtliche Prüfung zugrunde liegt, sondern diese vielmehr voreiligem Aktionismus entsprungen ist, zeigt sich auch an anderer Stelle. Der Gesetzentwurf bietet lediglich eine scheinbare Teillösung, um Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen einen unbedrängten, diskriminierungsfreien und unbeeinflussten Zugang zu den Beratungsstellen zu ermöglichen. Der Entwurf verbietet ausschließlich öffentliche Versammlungen innerhalb der befriedeten Bannkreise und lässt damit einen nicht unerheblichen Teil unberücksichtigt oder ungeregelt. Denn je nach Ausgestaltung des Einzelfalles handelt es sich bei den Aktionen der sogenannten Selbstbestimmungsgegner schon nicht um eine Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes, sodass der Gesetzentwurf hier ins Leere laufen würde. So beispielsweise, wenn die gezielte Ansprache durch die sogenannten Selbstbestimmungsgegner auf eine individuelle Kommunikation mit Einzelpersonen abzielt, dann liegt keine für die Annahme einer Versammlung konstitutive Kommunikation mittels einer eigens zu diesem Zweck veranlassten Gruppenbildung vor. Unabhängig davon berücksichtigt der Gesetzentwurf die Rechte möglicher Versammlungsteilnehmer nicht in einem der Bedeutung des Art. 8 Grundgesetz gerecht werdenden Maße. Die Versammlungsfreiheit gehört zu den unentbehrlichen und grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens und ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung konstituierend. Die Ausweisung von Bannmeilen stellt eben einen bedeutenden Eingriff in dieses Verfassungsrecht, in diese verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit dar. Denn die aus Art. 8 Grundgesetz resultierende Gestaltungsfreiheit bezieht sich auch auf die freie Wahl des Versammlungsorts. Das Versammlungsrecht ist Voraussetzung für die demokratische Staatsform, kann diese aber auch gefährden. Deshalb gibt es so etwas wie die Bannmeile, z.B. um den Hessischen Landtag, der dieses Gesetzgebungsorgan schützt. Mit einem Bannkreis wird eine demonstrationsfreie Zone eingeführt. Eine die Gefahrenprognose unberücksichtigt lassendes Versammlungsverbot in der Bannmeile, wie im vorgelegten Gesetzentwurf der LINKEN enthalten, stellt jedoch eine unverhältnismäßige Einschränkung von Art. 8 Grundgesetz dar. Es bestehen auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen § 2 des Entwurfs. Danach soll die genaue Begrenzung der jeweiligen Bannmeile durch die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden bestimmt werden. Nach § 16 Bundesversammlungsgesetz ist die Bannmeile immer ein bestimmtes, räumlich abgegrenztes Gebiet, das durch die Bannkreisgesetze der Länder bestimmt wird. Das Verbot des § 16 gilt kraft Gesetzes und muss nicht durch Verwaltungsakt angeordnet werden. Die Bannkreise müssen so genau festgelegt werden, dass aus der Norm und gegebenenfalls den Anlagen dazu für jedermann erkennbar ist, wo die Grenzen verlaufen. Der Landesgesetzgeber ist aber bei der Festsetzung der Grenzen des Bannkreises nicht frei, sondern muss sich an den Wertungen des Art. 8 orientieren. Der Ausgleich kollidierender Grundrechte auf der hohen Abstraktionsebene eines Gesetzes, zwangsläufig ohne nähere Berücksichtigung des Einzelfalls, stößt, wie aufgezeigt, schnell an die Grenzen der Verfassungswidrigkeit. Um dies zu verhindern, bedarf es einer eingehenden Prüfung, was auf der gesetzgeberischen Ebene insoweit überhaupt umsetzbar und sinnvoll ist. Voreiliger Aktionismus in Form eines unausgereiften, verfassungsrechtlich höchst bedenklichen Gesetzentwurfs bringt vor allem für die Betroffenen nichts. Auftretende Konflikte können bereits heute,
wie eingangs erwähnt, von den örtlich zuständigen und fachkundigen Behörden mit Sorgfalt durch kluge Lösungen entschärft werden, z.B. durch die Anordnung entsprechender Auflagen, die ein aktives Ansprechen und Bedrängen der ratsuchenden Personen und die Übergabe von Informationsmaterial, Flyern oder Ähnlichem untersagen. Wir werden im Rahmen der in der Regierungskoalition im Koalitionsvertrag vorgesehenen Ziels nach sorgfältiger Prüfung einen Lösungsvorschlag hier in den Hessischen Landtag einbringen. – Vielen Dank. Danke, Herr Beuth. – Wir sind damit am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen den Gesetzentwurf der LINKEN zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den INA und mitberatend in den SIA. Das machen wir so.